Heute möchte ich mit euch so schöne Hefeteilchen backen. Manche sagen auch dazu Mini-Zöpfe oder Mini-Hefezöpfe oder so ähnlich. Jedenfalls schmecken die sehr gut. Und jeder, der Lust hat, der kann die gerne mal mit mir so backen. Das Rezept habe ich auch bekommen von jemandem und bin auch sehr, sehr froh und dankbar dazu und mache sie sehr gerne. Und bei uns essen die alle gern. Wollen wir anfangen. Wir brauchen dafür 200 ml warme Milch, 3 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 2 Päckchen Trockenhefe, das sind 14 Gramm, 100 ml Öl, ich habe hier Sonnenblumenöl, 5 Eier und 800 Gramm Mehl. Und für den Sirup brauchen wir 400 ml Wasser und 400 Gramm Zucker. Ich mache den Teig wieder in der Brotbackmaschine. Da wird der Hefeteig einfach sehr gut. Man kann ihn natürlich auch in der Küchenmaschine machen oder von Hand oder auch mit dem Mixer, mit dem Knethaken. Also das ist jedem freigestellt, wie er es mag. Mir ist es so sehr bequem, weil ich bin sehr zufrieden mit meiner Brotbackmaschine und mache sämtliche Hefeteige immer da drinnen. Zuerst füllen wir die Milch hinein. Danach den Zucker. Danach die Eier. Danach kommt das Öl hinein. Und das Salz. Jetzt können wir sofort auch das Mehl hineintun. Obendrauf machen wir so ein kleines Loch, so eine kleine Vertiefung. Da kommt die Hefe hinein. So, dann ist es auch schon fertig. So geht es jetzt in den Brotbackautomat und ich stelle auf Stufe Hefeteig und lasse alles laufen. Ich kümmere mich nicht mehr weiter drum, bis der Hefeteig fertig ist. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden. Wer mit dem Knethaken, mit dem Mixer und Knethaken macht, der muss es eben gehen lassen, eine Stunde am warmen Ort. Ansonsten auch alles zu verkneten und abwarten die Zeit. Bei mir geht das auch in der Brotbackmaschine auf und ich nehme ihn dann fertig hinaus. Das zeige ich nachher wieder. In der Zwischenzeit machen wir den Sirup fertig. Ich habe jetzt hier auf die höchste Stufe gestellt, auf Stufe 9. Da gießen wir das Wasser hinein. Und bringen das Wasser erstmal zum Kochen. Das Wasser kocht jetzt fast. Jetzt stelle ich auf kleiner, auf 5 und gebe den Zucker hinzu. Jetzt lasse ich es noch einige Minuten kochen, muss aber die ganze Zeit rühren. Der Zucker aufgelöst ist. Wenn der Zucker sich aufgelöst hat, wird der Sirup schön klar, wie Wasser fast. So, dann ist er eigentlich schon fast fertig. Dann muss man ihn nur noch kurz aufkochen und dann ist er fertig. Das sind jetzt aber einige Minuten vergangen, wahrscheinlich so 3 oder 4 Minuten, solange ich so gerührt habe. Die Geduld muss man an sich aufbringen. Ich stelle jetzt noch einmal ein bisschen höher, auf 7 und lasse ihn mal einmal kurz aufkochen und danach ist er fertig. Guckt mal, wie er aussieht. Sehr gut. Aber man muss ständig rühren. Jetzt, wo der Zucker aufgelöst ist, muss man nicht mehr rühren. Jetzt kann man auch aufhören zu rühren.
So, jetzt kocht es. Jetzt kann ich alles ausmachen und stelle es zur Seite. Jetzt muss es abkühlen, denn nur im abgekühlten Zustand kann ich es gebrauchen. So, und wir machen gleich weiter. Mein Teig ist jetzt fertig. So ist er aufgegangen. Ihr habt ja gesehen, wie viel da drin war. Können wir den Teig mal auf die Arbeitsplatte. Ich habe die schon hier so ein bisschen bestäubt. So. Alles raus. Der Teig ist sehr schön geworden. Herrlich. So. Jetzt teilen wir den Teig in zwei Teile. Ein Teil lege ich wieder zurück. So. Und dieses Teil rollen wir jetzt aus. So, noch ein bisschen bestäuben. Es soll so ein bisschen ein viereckiger Teig werden. Das genügt. Jetzt nehmen wir die Butter. Ich habe mir hier schon so die Butter aufgelöst. Das sind jetzt ungefähr 100 Gramm. Und davon mache ich jetzt hier was drauf. Mit der Butter pinseln wir jetzt hier die ganze Platte schön gleichmäßig ein. Wir müssen damit nicht sparsam umgehen. Schön reichlich. Wenn wir soweit sind, dass wir das komplett eingepinselt haben, dann klappen wir, teilen wir es mal so nach Augenmaß in drei Teile und klappen das mal so ineinander. So. In drei Teile praktisch. So. Genau. Und jetzt legen wir uns hier was drunter, ein Brettchen, und schneiden mal so Streifen ab, ja? Das schneidet sich ein bisschen schlecht, ist aber nicht schlimm. Mit dem kleinen scharfen Messer geht es ganz gut. Davon drehe ich jetzt so Teilchen. Mehrmals ineinander und verknote sie so ein bisschen und lege sie aufs Backblech. So. Dann schneiden wir wieder so einen Streifen ab. Ja, und drehen den einmal ein wenig, bis der sich so selbst verdreht praktisch. Dann machen wir hier so einen kleinen Knoten und biegen den nach unten. Und legen das ganze Teil aufs Backblech. Mit Abstand, weil die gehen ja gleich noch auf. So. Mit der Schnittstelle nach unten. Der Streifen ist ungefähr 1 cm breit. Je nachdem, wie groß man die Teilchen haben will, kann man das auch dicker machen. Wieder drehen wir das so, bis das sich so ineinander verdreht. Dann machen wir hier so einen kleinen Knick, biegen den nach unten und dann haben wir so ein Teilchen. So, und dann zeige ich das noch einmal. So, drehen wir so. Immer schön drehen, bis das sich so ineinander verdreht, wie so eine Kordel. Dann machen wir hier fest. Und legen das nach unten. Das schöne Teil, die schöne Seite nach oben. So sieht das dann aus.
So. Und so machen wir den ganzen Teig. Mit der zweiten Hälfte verfahren wir genauso. Rollen die auch aus, schmieren die hier mit der Butter nochmal ein. Dann lassen wir sie eine halbe Stunde auf dem Blech gehen, wenn sie soweit sind. Und danach kommen sie erst in den Backofen. Wenn das Blech voll ist, schön mit Abstand, dann decken wir sie zu und lassen sie mal für eine halbe Stunde stehen. So sehen sie aus, kurz bevor sie in den Ofen gehen. Schön hochgegangen. Und jetzt geht's los. Bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt sind sie fertig. Die waren jetzt 18 Minuten drin. Wir mögen sie so, wenn sie so ein bisschen bräunlich sind. So. So sehen sie gut aus. Jetzt müssen sie mit der Zuckerglasur noch betaucht werden, hineingetaucht werden. Das zeige ich euch gleich. Inzwischen schiebe ich das andere Blech hinein. Ja, die sind jetzt noch ziemlich heiß. Ich werde sie aber trotzdem schon eintauchen. Je heißer die sind, desto besser werden sie. Und zwar einfach nur so rein. Einmal so rein. Ein bisschen drehen. Abtropfen lassen und zurück aufs Blech. Dann das nächste, rein, einmal drehen, abtropfen lassen und zurück aufs Blech. Das nächste, rein, einmal drehen, so, etliche Mal, abtropfen lassen und zurück aufs Blech. So, und jetzt mache ich das jetzt mit allen und dann bleiben die noch ein paar Stunden so liegen. Dann wird das trocken oben drauf, die Glasur, diese vom Sirup, und die kleben auch nicht mehr und glänzen ein bisschen. Und das ist auch ein bisschen süß halt, ja. Einige Zeit ist vergangen, jetzt sind die ein bisschen betrocknet, jetzt kann man die schon essen. Ich werde mir auch gleich welche davon nehmen und die genießen. Wer möchte, kann gerne die mal nachmachen nach diesem Rezept. Und ich wünsche allen gutes Gelingen dabei und lasst es euch schmecken und sage euch bis bald.